iTunes wird begraben, Apple stellt den Mac Pro vor und iOS 13 bringt den Dark Mode endlich aufs iPhone. Alle Highlights von der WWDC 2019 jetzt in Talk Techie to Me. Hallo ihr Techies da draußen und willkommen zu einer neuen Folge Talk Techie to Me. Ihr habt die Themen eben gerade schon gehört und ihr habt vielleicht festgestellt, es geht heute nur um Apple. Das ist eine Spezialfolge, weil ja gestern die Entwicklerkonferenz von Apple stattgefunden hat. Und ich dachte mir, bei der letzten Entwicklerkonferenz, die von Google, da haben sich die meisten von euch nur die Google Highlights am Anfang angeschaut und nicht die beiden News noch danach. Deshalb dachte ich mir, ich widme diese Folge jetzt nur den Apple Highlights von dieser Keynote. Und meine Herren, sind das viele. Apple hat da eine ganze Menge vorgestellt. Ich meine, die Präsentation ging ja auch 2 Stunden 20, also richtig, richtig lange. Aber keine Angst, ihr müsst euch diesen riesigen Präsentationsbrocken jetzt nicht geben. Bei mir bekommt ihr hier alle Highlights und Neuerungen schön zusammengefasst und gebündelt. Bevor wir jetzt aber so richtig einsteigen in die Apple Keynote, wollte ich noch ganz kurz meinen Wochenrückblick bei euch abladen. Und zwar hatte ich die Ehre, letzte Woche 2 Videos mit Alexi Bexi zu drehen. Und das war eine krasse Erfahrung, sage ich euch. Die 2 Videos werden in den kommenden 2 Wochen auf seinem Kanal online gehen. Also schaut da mal vorbei, wenn euch interessiert, was meine Meinung zu den Themen Women in Tech und Eventreisen bzw. Alternativen zu Flugreisen ist. Wie gesagt, das war jetzt nur ein kleiner Wochenrückblick von meiner Seite. Ich werde es hier gar nicht so lange breit treten, denn euch interessieren natürlich die Apple News und damit geht es jetzt weiter. Und ich würde sagen, wir fangen das mal von unten nach oben an, also von vorne nach hinten. Wir beginnen also am Anfang und arbeiten uns durch die Präsentation durch bis zum Ende und ja, gucken uns an, was da so für Sachen vorgestellt wurden. Die Keynote fing sehr seicht an, also man hat es langsam angehen lassen und am Anfang ging es um Apple TV und tvOS. Da gibt es die beiden Neuerungen, dass eben ein Multi-User-Support eingeführt werden soll bei tvOS und dass eine Unterstützung für die Xbox- und PlayStation-Controller kommen wird. Also man kann den Apple TV dann eben mit beiden Controllern steuern. Ich finde das eigentlich ganz cool, weil es wieder so ein bisschen die Barrieren aufbricht, sodass man eben auch andere Hersteller ins Boot holt und sagt, wir bieten da die Unterstützung für eure Produkte an. Und das hat man bei Apple nicht so oft, deshalb finde ich das ganz gut. Dann ging es weiter zur Apple Watch und da besteht ja aktuell immer noch so ein bisschen das Problem, dass die Smartwatch sehr abhängig vom iPhone ist und das hat man so ein bisschen aufgebrochen, indem es jetzt einen eigenen App Store für die Apple Watch geben soll. Und die Uhr kann jetzt Live-Audio-Streams abspielen. Darüber hinaus hat man sich so ein bisschen mit Gesundheitsmanagement und sowas befasst. Also es gibt jetzt eine App für Menstruationszyklen auf der Watch, mit der man eben seine Periode tracken kann. Und es gibt auch noch eine ganz coole Neuerung. Und zwar, dass die Apple Watch jetzt warnt, wenn man in einer ja, zu lauten Umgebung ist. Also dass es schon nicht mehr gesund ist. Und das finde ich eigentlich auch ganz nice, weil ich glaube, dass man gar nicht so oft weiß, dass man sich ja, in einer gesundheitsschädigenden Lärmpegel bewegt und das kann man dann einfach so überwachen und sich der Situation entziehen. Nächste größte Neuerung ist dann iOS 13 und ich glaube, da haben viele Leute drauf gewartet. Da gibt es erstmal so ein paar kleinere Neuerungen, also beispielsweise soll der Face Unlock, also die Gesichtsentsperrung, 30% schneller gehen. App-Downloads und Software-Updates sollen weniger Speicherplatz in Anspruch nehmen und es gibt so ein paar Neuerungen bei bestehenden Apps, denn jetzt kommt die Trendfarbe Schwarz ins Spiel, denn der Dark Mode ist ja allseits bekannt und den gab es noch nicht vorher so wirklich bei Apple bzw. auf dem iPhone und da möchte man jetzt einfach so die wichtigsten Apps hin ins Schwarze quasi, auf die dunkle Seite bringen. Also hier haben sich die Gerüchte der letzten Wochen tatsächlich bewahrheitet, dass dieser Dark Mode für iOS 13 kommen soll. Dann finde ich ein ganz cooles Feature ist dieser neue Login-Support, den Apple eingeführt hat, also dass man sich per Apple ID bei ja, verschiedenen Programmen, Apps, sonst wo anmelden kann.
Ihr kennt ja bestimmt diese kleinen Kästchen, wenn ihr euch irgendwo anmeldet, dass da steht Login with Google oder mit Facebook oder mit sonst irgendwas. Und das soll jetzt eben auch für Apple kommen. Und ich denke, das könnte ein wirklicher Game Changer werden. Apple macht hier ein bisschen was anderes als die ganzen anderen Unternehmen, denn man möchte anonyme E-Mail-Adressen einführen für diese Login-Geschichte, damit die Privatsphäre der Nutzer einfach geschützt wird und nicht so wie bei Google, wo man seine ganzen Daten ja preisgeben muss, um sich da anzumelden. Und ja, also ich denke, Apple hat da einen ganz anderen Weg im Sinn und den finde ich gut. Mit iOS 13 soll das iPhone auch ein bisschen intelligenter werden. Das gilt gerade für Fotos und Videos, also für die Galerie quasi. Erstmal soll die Foto-App übersichtlicher werden und Live-Videos sollen direkt beim Durchscrollen abgespielt werden. Außerdem soll mit Hilfe von künstlicher Intelligenz unnötige Fotos aussortiert werden. Also beispielsweise, wenn ihr mehrere Bilder von einem derselben Sache gemacht habt, meinetwegen einer Flasche oder so, dann wird das beste Foto quasi rausgesucht und die anderen werden gelöscht. Die größte Neuerung im Softwarebereich neben iOS 13 ist dann wohl iPadOS. Es ist dann damit das erste eigens für das iPad entwickelte Betriebssystem, was das Ganze so ein bisschen zum PC-Ersatz machen soll. Denn iPadOS soll die Bedienung des Tablets natürlich besser machen und jetzt auch geteilte Bildschirmansichten unterstützen. Das heißt, wenn ich in Dokumenten arbeite oder E-Mails beantworten möchte, dann kann ich mir den Bildschirm aufteilen und dorthin das eine Fenster legen und auf der anderen Seite das andere Fenster, wie man es eben ganz normal vom Desktop oder vom Laptop kennt. Nach dieser ganzen Software-Geschichte gibt es eine neue Hardware-Ankündigung und die stellt Tim Cook auf der Bühne vor, und zwar gibt es einen neuen Mac Pro. Er berichtet, dass dieser Rechner der leistungsstärkste sein soll, den Apple jemals entwickelt hat, weil da drin bis zu 28 Prozessorenkerne von Intel verbaut sind. Das Ding sieht erstmal komisch aus, meine erste Assoziation war tatsächlich eine Käsereibe, aber es kommt wie immer auf die inneren Werte an und dieser Rechner soll modular aufgebaut sein. Das heißt, wichtige Komponenten kann man je nach Einsatzgebiet einfach austauschen. Die Performance von dem Rechner wird dann in aller Ausführlichkeit auf der Bühne vorgeführt und wenn man Apple Glauben schenken mag, dann ist das ein Rechner der Superlative. Der Mac Pro soll ab Herbst für sage und schreibe $6000 verfügbar sein und zu diesem Rechner gibt es natürlich auch ein Display, das auch superlativ großartig sein soll. Es misst in der Diagonale 32 Zoll und hat ein 6K Retina Display und kostet $1000 weniger als der Mac Pro. Wir kommen zurück zur Software und jetzt wird es ein bisschen größer, denn wir kommen zur Software von macOS und hier gibt es nochmal einen gesonderten Bereich und zwar iTunes und da bestätigen sich tatsächlich die Gerüchte, die im Vorhinein zur WWDC schon durchs Internet kursiert sind, denn Apple begräbt iTunes tatsächlich nach 20 Jahren, also das Programm darf jetzt das Zeitliche segnen und abtreten. Apple ersetzt jetzt iTunes durch drei neue Apps. Das ist einmal Apple Podcast, Apple Music und Apple TV. Also iTunes wird jetzt einfach auf die drei Apps aufgesplittet, sodass es einfach ein bisschen, übersichtlicher meiner Meinung nach wird. Und iTunes darf sich jetzt verabschieden. Also, es war schön mit dir, iTunes. Bye, bye. Wo wir bei macOS sind, da gibt es natürlich auch ein paar kleine Neuerungen, sowas wie Screen Time, das wir schon vom iPhone kennen, wird jetzt auch auf den Mac kommen. Und man will die Leute mit dem iPad wieder ein bisschen abholen, denn man kann jetzt das iPad als zweiten Screen zum Mac zusätzlich verwenden. Die WWDC ist ja eine Entwicklerkonferenz, deswegen hat man im ersten Moment nicht so wirklich mit neuen Hardware-Komponenten gerechnet, sondern eher mit Software und so war es dann ja tatsächlich auch. Also wir haben hier mehr Software in Form von macOS, iPadOS, WatchOS, iOS und so weiter. Und da die Konferenz, wie der Name ja schon sagt, sich um die Entwickler dieser Apps dreht, bekommen wir auch einen kleinen Einblick in die Programmiersprache Swift, die Apple ja vor 4 Jahren vorgestellt hat.
Und mit dieser Programmiersprache wurden schon über 4500 Apps programmiert. Es gibt jetzt ein paar Neuerungen für App-Entwickler und das Ganze soll dann eben noch einfacher werden. Also, dass man einfacher Apps für das Apple-Ökosystem programmieren kann, auch plattformübergreifend. Was für Entwickler natürlich super ist, weil sie dann nicht eine einzige App für alle möglichen Apple-Geräte nochmal programmieren muss, sondern sie programmieren sie einmal und dann läuft sie auf allen Geräten. Die Entwicklerkonferenz ist ihrem Namen also treu geblieben. Wir haben hier sehr viel Software-Neuerungen gesehen und die ganzen Änderungen werden im Herbst dann veröffentlicht und an die User ausgerollt. Und nach 2 Stunden 20 war der ganze Spaß auch schon wieder vorbei. Wenn euch diese kleine Zusammenfassung gefallen hat, dann lasst es mich doch gerne in den Kommentaren wissen und lasst auch gerne eine Bewertung da, wie auch immer sie ausfallen mag. Und schreibt mir auch gerne mal, was eure liebste Neuerung im Apple-Ökosystem ist und auf was ihr hingefiebert habt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, passt auf euch auf und macht's gut.